Ja, der nächste Morgen war es natürlich nicht. Nach meiner Berechnung müsste der an einem Mittwoch, Quatsch, an einem Freitag hier wieder erscheinen in der neuen Woche. Ich bleib natürlich dabei und werde diese Mod auch beenden. Guck mich erstmal hier ein bisschen in der Hütte hier um. Nein, da ist sie endlich. Die spitzende Hacke. Die Spitzhacke. Leute, ich bin happy. Und einen Degen gibt's sogar. Also ich weiß nicht, warum ich hier als erstes noch nicht da war. Und Leute, guckt, der Degen hat 40 Stärke, 40 Schaden. Ich brauche nur 20 Geschicklichkeit. Oh, welch glückes Geschick. Ja, das heißt, also wir können endlich mal die Kreuze, die roten Kreuze, die wir überall gesehen haben, endlich mal ausgraben. Moment mal, war noch was? Nee, war noch nichts. Oh, ein Glück, ein Glück, ein Glück, ein Glück, ein Glück. Hier ist noch ein Heilkrautglück. Und da haben wir das erste Kreuz. Irgendwo, ich glaube, auf der großen Nachbarinsel waren, glaube ich, zwei. Ja? Da, wo diese Wanderheuschrecke war. Bin gespannt, was gibt's hier? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, und was hast du gefunden, bitte sehr? Show me. Ach, da ist es. Ein Trank. Und noch ein Trank. Und noch ein Trank. Trank, Trank, Trank. Was haben wir denn? Reine Lebensenergie. Vollständige Regeneration. Regeneration. Mana Embar, das habe ich immer noch nicht ausprobiert. Elixier des Lebens. Bonus für maximale Lebensenergie. Und Trank der Geschwindigkeit. Oh, kurzzeitige Sprinten. So, das müssen wir eigentlich mehr Lebensenergie geben, denke ich mal. Ja, genau, plus 20. Habe ich also neu. Ach ja, Trank der Geschwindigkeit. Oh, ansonsten hätten wir diese Insel jetzt endgültig, glaube ich, erstmal durch. So würde ich das, ja, ich weiß. So würde ich das jetzt mal. Oh! Kommst du denn nochmal her hier? Mitten aus dem Dickicht. Herrlich. Von unten sind wir gekommen. Hier oben haben wir bestimmt schon. Ja, sonst wäre es hier nicht so. Am Verwesen riechen. Riecht verwesend nach Mole-Rat-Fleisch. Ja, das ist gut. Dann gehen wir. Ja, aber mit den Schildkröten hier. Ich habe ja keine Schildkröten zu finden mehr. Ist mir das zu hoch? Ne, ich kann hier runterrutschen. Rutsch mal. Genau, rutsch mal mir den Felsen runter. Ja, kurze Logbuch. Angucken. Angucken. Kurzer Blick ins Logbuch. Schildkröten für den Koch. Ich brauche 5 Stück. Harry misstraut mir. Versteckte Beute. Das ist jetzt das hier, wo ich die Kreuze auf der großen Nachbarinsel links hier zu sehen finde. Der Captain, die Wette, die Flucht. Genau, richtig. War noch was aufs Maul? Ach ja, das ist Snipe. Also, den kann ich gar nicht an. Also. Tschüss, Insel. Moment mal. Ne, das sind Lianen. Da oben sind wir hingekommen. Ja, dann geht's rüber. Zu dieser da vor mir hier. Ich versuche doch noch mal ein bisschen weiter nach Schildkröten zu suchen. Wenn ich Glück haben sollte. Guck, guck. Große Insel. Der Natur. Ja. Schauen wir mal nochmal nach der Stelle, ob es Schildkröten gibt. Nein. Aber als erstes geht er nochmal an die Stelle hin, wo das Kreuz, das große rote Kreuz ist. Ich meine jetzt nicht die Hilfsorganisation, sondern da, wo was vergraben ist, wo etwas versteckt sein sollte, wo ich die Wanderheuschrecke da eliminiert habe. Das muss hier in der Nähe sein. Hier, wo der Bodendecker ist, oder Efeu besser gesagt. Irgendwo war noch ein rotes, eine rot markierte Stelle. Ja, Pfeif. Oder die ist noch weiter rein. Oder waren das sogar zwei rot markierte Stellen hier? Ich weiß es nicht mehr so genau. War wahrscheinlich weiter hinten. Aber hier gibt es auch ein bisschen Strand. Und das gibt natürlich Hoffnung auf Schildkrötenfleisch. Ne, ich sehe nichts. Mist.
Eine Reichweite habe ich ziemlich reichhaltig eingestellt. So, bitte lass jetzt hier nochmal... Da ist ein rotes Kreuz. Richtig, hier ist eins. Schau mal, was es hier gibt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel. Ein Trank. Noch ein Trank. Und noch ein Lederbeutel. Und noch ein Trank. Alles auf einmal. Mal gucken, was haben wir denn hier für witzige Tränke. Elixier der Heilung. Reine Lebensenergie. Mana-Essenz. Ja, das Vieh noch wieder. Okay, ansonsten nicht großartig, außer einem oder zwei Lederbeutel. Aha. 100? Und nochmal 100. Vielleicht ist es ja das mit dem vergrabenen Schatz. Gucken wir doch mal nach. Versteckte Beute. Haifischshow hat am Samsung. Ja gut, okay, hat sich noch nichts getan. Ich suche jetzt mal weiter. Ach, da hinten ist ja noch so ein Stone Puma. Und hier gibt es wieder Goblinbeeren. Schön. Hat ja mal den Stone, aber der macht mich bestimmt kalt. Tja, der Panther. Der Stone Puma oder Panther. Sieht dann für mich aus wie ein Panther. War ja auch einer. Oder ist noch einer. Ja, wo war denn jetzt noch das zweite Kreuz? Hier gab es doch noch ein zweites Kreuz. Da muss ich doch auch noch irgendwo hin. War der Meinung, das war auf einer Anhöhe auf diesem Felsen hier, wo mich dann ein, ja, ein Schattenläufer da mal so überrascht hat. Wieder war das hier auf der Spitze. Oder es war auf der anderen Spitze. Ja, ah, ja, hier ist der Opa, ja. Gucken. Ja. Ich glaube, hinter ihm war das rote Kreuz. Da müsste das gewesen sein. Irgendwie. Ich sehe das jetzt noch nie so genau, aber... Ich komme doch nicht gegen Schattenläufer an, liebe Leute. Was soll denn das? Was soll denn der Geiz? Ich habe irgendwelche lustigen Sprüche gefunden, Zaubersprüche. Es gibt ja nur einen Spruch, den ich hier gefunden habe. Monster schlumpfen. Jetzt werde ich es mal anlegen und dann habe ich... Oh, es geht. Monster schlumpfen. Leute, wir werden jetzt ein Monster schrumpfen. Und zwar hier, ihn hier. Ja, also, läuft doch. Oh, ist der süß. Ist der süß. Dafür kann ich kein Horn ziehen, so ein Scheiß. Ach ja, sowas habe ich ja nicht zu... was soll ich sagen? Habe ich ja nicht gelernt. Und wird auch wahrscheinlich hier nicht zu lernen sein. So, hol nochmal ein paar Bananen. Das dürften 27 insgesamt sein. Eventuell einen hatte ich, glaube ich, noch im Inventar. Ich werde das mal ein bisschen hier vorspulen. So, das war's mit den Bananen. Jetzt geht's weiter. Ach, hier gibt's noch welche. Okay, dann machen wir das auch in Zeitraffer. Auch hier haben wir Bananen gegessen. Gegessen nicht. Ich wollte mal welche essen. Und zwar so weit, bis mir hier 53 Stück... bis mir was angezeigt wird an Bonus. Sollte ja was geben. Ich fühle mich erfrischt bis jetzt. Gucken. Ah, Stärke. Gut, okay. Wissen wir das auch. Bin ich aber ein bisschen blöd gewesen, weil ich war ja nicht verletzt. Ist mir aber egal. Ich habe eigentlich genug zu mampfen. Jetzt... bin ich gespannt, ob endlich dieser blöde Schatz hier zu finden ist. Die versteckte Beute. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nein, das sieht nach mehreren Sachen an. Lederbeutel. Trank. Und das war's dann auch. Schauen wir mal nach. Was für neumodische Tränke wir haben. Wir haben noch ein Elixier der Scharterke gefunden. Ja, super klasse. Nehmen wir doch mit. Was ist Embarga Fiasco oder wie das heißt? Nee, Firgasco. Mana Essenz, ja, und ganz unten natürlich wieder ein Lederbeutel.
Wie viel gab es? 100. Jetzt hätten wir halt sozusagen hier 100, 300 Gold gefunden auf dieser Insel. Gab es denn noch irgendwo noch woanders? Ja, hier war die erste Bananenstaude, ansonsten gab es hier nicht. Und komme ich hier hoch? Nee, da waren wir auch schon. Okay, springen wir hier runter, ganz behende. Und sind wieder hier gelandet. Dann werden wir mal weiter gucken. Also ich werde jetzt hier mal offscreen weiter gucken. Vielleicht gibt es da noch irgendwo noch ein Kreuz, was ich hier vergessen hatte. Dann hätten wir die Insel dann wirklich ausgerottet. Ausgerottet, nein. Nein, nein. Die schöne Fauna ist ja noch hier und die Flora. Ja, die Insel habe ich jetzt abgesucht. Ich habe keine Schildkröten mehr gefunden und auch keine weiteren Kreuze. Der Weil ist mir aufgefallen. Mein Gott, ich hätte ja für den Puma hätte ich ja auch das Monsterschrumpfenspruch nehmen können, aber da weiß ich natürlich nicht, ob da auch noch ein Kreuz war, aber soweit ich das in einer Folge von mir gesehen habe, war kein Kreuz. Ich schwimme mal eben hier rüber und guck mal, ob ich mit den Leuten noch was machen kann. Doch bevor ich mit den Leuten rede, Mensch, hier gibt es ja auch noch so eine, diese kleine Varaninsel. Da gibt es ja noch einen Grab. Weil ich jetzt die Spitzhacke habe, packe ich auf das Grab. Ich hoffe, es klappt. Nicht weit entfernt. Moment mal. Hab doch meine Spitzhacke, die ist doch hier. Ja, da ist er. Zack. Altes Grab rein. Okay, das hat wohl keine Funktion. Warum hat das keine Funktion, außer nur mir zu sagen, dass alles zu weit entfernt sei? Doch, nee. Was ist denn jetzt passiert? Gold 200 und noch wieder ein Embarter für Gasto. Aha. Was habe ich jetzt gehabt? Das ist 200 Gold. Ah, verstehe. Muss ich niederknien. Dann hat das geklappt. Also, ach, dann hat er die Truhenanimation mit Sound. Okay, dann werde ich mal meinen guten Degen anlegen. Und natürlich auch Schab speichern. Weil ich möchte mal wissen, dass dieses Embarter Fierigasto eine Wirkung hat. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Stärke 15? Moment. Wirkung unbekannt. 59 Stärke. Oh yeah. Vielleicht soll ich nochmal so einen Trank trinken? Warte, Fergasto, Wirkung unbekannt. Das macht Spaß, das macht Laune. Und der Geschwindigkeit, okay. Cool. 74 Stärke. So sieht's auch aus. Ja. Gucken, hat sich hier irgendwie noch ein Schildkrötchen gespawnt. Nein, hat sich nicht. Embarta Fergasto. Was das wohl heißt? Was Lateinisches? Weiß ich nicht. Ach ja. Bei diesen ganzen abenteuerlichen Entdeckungen weiß ich es doch nicht. Ja, das ist so. Die Uhr durchgeht. Ja, muss ich mal ins Logbuch gucken. Schildkröte für den Koch. Hab keine mehr gefunden. Ich habe noch drei im Inventar. Harry misstraut mir. Okay, das ist drüben auf dem Schiff. Versteckte Beute. Das ist genau richtig. Haifisch Joe. Das heißt, wir müssen also mal zum Haifisch Joe gehen. Wenn der nicht schon... Ich mache aus dir Hackfleisch Jones. Warum das? Wo ist hier der Sound? Ach du Scheiße. Ja, toll. Warum? Wäre also nicht ratsam, da oben vorbeizugehen. Oh, Mann, oh Mann. Stopp. Ist nochmal ein Lederbeutel. Okay. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich hier durch. So langsam kriegen wir hier so richtig Lederbeutel. Wo ist er denn, der rote Lederbeutel? Hier. Ein Lederbeutel, ein Beutel mit Gold. Mal sehen, wie viel drin ist. Dieser Beutel gehörte Sam. Ach, da ist ja schon mein... Okay, 300 Gold gefunden. Ja, klasse. Und wo ist der andere Lederbeutel?
dir das? Hä? Also den treffen? Bin ich ein bisschen durcheinander. Okay, auf zu Haifisch Joe. Aber irgendwie ein schlechtes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Und plötzlich die alle gegen mich sind und aggro, da dürfte der Corsar stehen. Da ist er auch. Oha. Er hat ein Auge auf mich geworfen. Das verheißt nichts Gutes. Ne, ich wollte ja eigentlich zur Haifisch-Joe gehen. Da oben steht er mit Snipe. Das war doch seine Entscheidung. Menno. Das alles ist. Wie spät haben wir es denn? 14:56 Uhr. Naja, gleich müsste ja der Snipe abhauen und der Haifisch Joe irgendwie hier weiter runtergehen. Ja, da muss ich halt eben warten. Ja, jetzt gehen sie, ja. Okay, und wo geht Snipes? Snipe, okay, geht wahrscheinlich wieder einen Weg runter. Und Haifisch Joe. Was? Und jetzt los. Haben die was entdeckt? Jetzt los. Hä? Neuer Tagebucheintrag, was ist denn los? Was ist denn hier passiert? Ich verstehe gar nichts mehr. Was ist denn los? Neuer Tagebucheintrag. Versteckte Beute. Nee, das ist es nicht. Schildkröten für den Koch? Ja, die brauche ich ja noch. Harry misstraut mir. Versteckte Beute? Ja, okay. Der Captain. Mhm. Die Wette. Also hier hat sich nichts verändert. Die Flo. Das kalte Stehen und diese Papier machen allerdings. Ach so, das habe ich ja völlig ignoriert. Was ist denn jetzt passiert, Mensch? Wo ist denn hier? Gescheiterte Mission habe ich nicht. Alligatorenplage wahrscheinlich nochmal, wa? Müsste ich im Schnitt nochmal gucken. Sorry, dass ich hier so lange. Aber ich muss erstmal wissen, was hier los ist. Wo sind die Leute hin? Ach, da oben ist ein Alligator am rumkrabbeln. Aha. Na, super, klasse. Und jetzt? Ja, sind die natürlich in so einem Loop verhaftet. Und ich bin hier in dieser Pflanze verhaftet. Oh, ja, ist gut. So, mal gucken. Wo ist denn jetzt der Haifisch-Joe hin? Ach, da unten ist er. Weil den kann ich nicht anquaken. Also hier ist echt jetzt der Wurm drin, muss ich sagen. Meine Fresse. Ja, super klasse. Ach, da sind ja gleich mehrere oder was? Oder wieder was? Der Alligator schwebt hier in der Luft. Ich kann doch nicht haken. Nee, geht nicht. Oder? Oh, jetzt kommt da noch einer an. Abhauen. Aha. Und vielleicht kann ich ihn ja von hier aus irgendwie. Das war's mit dir, Mistvieh. Okay. Mal schon geschafft. So, da ist Haifisch Joe. Bevor da was passiert. Lieber nochmal hier abspeichern. Ich habe fast das Gefühl, dass hier Haifisch Joe mich auch nicht mehr mag. Obwohl ich ja hier die Wette, Quatsch, die Beute gefunden habe. Ne? Ah, oh, siehst du? Und dann ohne Dialog. Da bist du ja, du Penner. Und jetzt? Auch noch. Alles klar. Was soll ich denn jetzt machen? Na, da hinten steht ein Corsa. Ahaha, super klasse. Was habe ich hier an dieser. Oh, nee. Scheiße. Ist das jetzt hier beabsichtigt? Dich krieg ich noch. Liebe Leute, ist das beabsichtigt, dass mir hier alles aus dem Ruder läuft? Ich verstehe es nicht. Vor allem, warum? Warum sind die plötzlich alle aggro auf mich?
Ja, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich werde mal hier versuchen. Jetzt kriege ich dich. Ja, ja, alles klar, ist gut. Ich hau erstmal ab. Ich krieg dich noch. Ja, die werden wahrscheinlich auch alle aggro sein. Oh, war ja. Bin hier falsch gelatscht. Okay, daneben, daneben. Ist das überall so jetzt? Sind die jetzt alle gehässig auf mich? Ich verstehe nicht warum. Es gibt keinen Eintrag so von wegen, irgendwer hätte mich erwischt oder sowas. Ich hab zwar viel geklaut, aber erwischen lassen habe ich mich dabei nicht. Das ist Wetter Sam. Willst du dich nochmal mit mir anlegen oder was? Hey? Hey Sam, wie sieht's aus? Bevor du kamst, ging es mir noch gut. Aha. Und wenn das weiter so bleiben soll, dann verziehst du dich jetzt besser. Klar? Okay. Mach dein Testament. Ach du Scheiße. Oh, da kommt der nächste. Nein! Ich will hier durch. Warum will der jetzt da durch? Ja, warum ich hier durch will? Vielleicht habe ich noch eine stehen, Chance. Du Lump. Ja. Lump. Will der plopp. Oh, Mendoza ist natürlich. Ah, müssen wir ganz schnell rein hier. Erstmal hier gucken. Bleib stehen, du Lump! Ja, ja, ist ja gut. Einer hinter mir hier, nein. Quatsch, nicht speichern, das. Oh, jetzt bin ich völlig. Ich bin so verwirrt, dass ich jetzt absolut nicht. Mann, was war denn jetzt los? Wieso ist denn da jetzt einer reingedotzt? Entermesser. Wen hat's denn hier erwischt? Den Corsa. Ja, gut, okay. Oder hat das was damit zu tun, dass ich den Typen hier, den Tucker, getötet habe? Aber der ist doch ersoffen. Der hat mich angegriffen. So. Ende aus, Schluss. Ich müsste mal zu dem Jerome hingehen. Vielleicht hat der noch eine Lösung für mich. Das bin ich echt. Ich bin echt. Oh, da ist Mendoza. Oh. Okay, ist der Jerome alleine? Jerome, du bist meine letzte Hoffnung. Wir sind alle aggro. Alle gegen mich, Jerome. Noch was. Okay, er ist nicht aggro, oder? Das kannst du mir doch schärfen. Ja, ich habe ein Problem mit dem Steuermann. Aha, drüben auf dem Schiff. Ich habe ein Problem mit dem Steuermann. Mit Harry? So, so. Was denn für eins? Er misstraut mir, da ich nicht zur Crew gehöre. Harry war schon immer ein misstrauischer Bursche gewesen. Aber vielleicht gibt es eine Lösung seines Problems. Erzähl! Nun, Harry hat mir erzählt, dass es an Bord nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Gegenstände verschwinden, tauchen woanders wieder auf. Tja, hört sich fast so an, als ob der Klabautermann an Bord umgeht. Der Klabautermann? Wer ist denn das? Wie? Du kennst den Klabautermann nicht, Junge? Tja, da merkt man, dass du noch eine richtige Landratte bist. Dann mach mal deine Lausche auf, Jones. Der Klabautermann ist ein Geist, ein Kobold, der an Bord eines Schiffes für allerlei Schabernack sorgt. Und an so etwas glaubst du? Na klar, warum nicht? Bin doch ein richtiger Seebär. Und was hat der Klabautermann an Bord genau verschwinden lassen? Keine Ahnung, da musst du schon Harry selbst fragen. Aha. Der Klabautermann. Naja, vielleicht bin ich der Klabautermann. Ich habe ja da alles verschwinden lassen. Oh Mann, das heißt also rüberschwimmen? Ich fass es nicht. Ah. Es geht mein ganzer Plan durcheinander, liebe Leute. Okay, lassen wir uns in die springenden, reißenden Fluten mal. So, schwimmen wir zum Schiff rüber. Naja, vielleicht ist es halt eben, hat das was damit zu tun, dass die Leute aggro sind, weil Dinge verschwunden sind. Das hat sich rumgesprochen und kann ich nur hoffen, dass die hier nicht auf mich aggressiv sind. Das dürfte Harry sein, ne? Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Mach ja bloß kein Mist, du Penner, klar? Okay.
Das ist nicht Harry. Harry. Wo war denn jetzt Harry? Oh weia, ich glaube, ich soll mal hier ein bisschen speichern tun. Ich habe echt Angst, dass ich hier die ganze Mod verkacke. So. Das ist... Du schon wieder? Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Jetzt kannst du was erleben. Oh, nee. Wer ist denn hinter mir her? Das würde ich mir zu gerne wissen. Das ist Hawkins. Das ist Tucker? Und wo ist Harry? Scheiße. Muss irgendwas... Bleib stehen, du Lump! Gucken. Okay. Wer ist denn jetzt noch mit dabei? Muss auch wissen, wer hier noch mit dabei ist. Der Fernkampfwaffe kann die Tucker. Das ist Tucker und wer bist du? Hawkins, Tucker. Wo ist denn der Dritte? Mist. Da waren doch drei. Wahrscheinlich ist der Dritte hier drinne. Bleib stehen, du Lump! Das ist nur ein Corsa, okay? Oh, jetzt bin ich natürlich hier wirklich Mist. Okay, kann ich nur über Bord springen? Okay, haben sie beruhigt, die Leute. Jetzt muss ich aber wissen, wo Harry ist. Damn. Fucking damn. Ich kann's nicht glauben. Gucken. Noch mal ein paar Bananenchen essen hier. Ja, super. Der letzte Raubzug hat sich viel gebratenes gemacht. Kokosfleisch habe ich nicht. Lass die Finger davon, der Alte macht sonst Tackfleisch aus dir. Ja, das habe ich schon gemerkt. Müsste man so. In seine Schatzkammer kommen. Jetzt gucken wir mal, wo Harry ist. Stadt wäre genau das Richtige. Ich habe mir das schon gedacht. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Keine Ahnung, wann wir wieder in Sicht. Doch lieber reden, was? Das kenne ich. Ich habe so einiges gehört. Es wird höchste Zeit. Langsam sonst verfüttere geht uns der Rom aus. Okay. Da bist du ja. Ach, jetzt werden alle alarmiert. Wo ist Harry? Was ist denn jetzt los? Wen hat's denn jetzt erwischt? Den wirst du ja wohl noch schaffen. Ein Auge. Ah, das ist ein Auge. Okay. Ich will doch nur wissen, wo Harry ist. Dich krieg ich noch. Da ist Harry. Wieso? Okay. Also ist der Harry auch aggro. Tja, Chaos, würde ich mal sagen. Das ist voll die Chaos-Folge. Gold dabei. Jetzt habe ich mich wieder hierhin portiert. Also neu geladen. Und möchte ganz gerne nicht, dass die Leute alarmiert werden, sondern ich will jetzt hier frisch den Harry anquaken. Wo ist Harry? Also hier ist der eine Corsar da drin. Ich unten. Bin gespannt, was der Alte als nächstes vorhat. Es wird höchste Zeit. Langsam geht uns darum aus. Aber der Alte hat sich mal wieder das meiste eingesteckt. Davon Scheiße, jetzt auch lieber die Finger. So eine kleine Hafenstadt wäre genau das Richtige. Wann werden wir wieder auf Kaperfahrt gehen? Wann werden wir wieder auf Kaperfahrt gehen? Wann werden wir wieder auf Kaperfahrt gehen? Ja, wann? Tja, man müsste mal in seine Schatzkammer kommen. Der letzte Raubzug ist auch keiner. Also ich bin echt... Die gucken mich alle blöd an. Und da unten kann ich wahrscheinlich nicht hin oder wieder was. Wo ist Harry? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Es wird höchste Zeit. Sonst verfüttere ich dich an die Alligatoren. Aber der Alte hat sich... Ich mach dich fertig, Jones.
Und wer bist du? Du bist Harry, also, alles klar. Leute, schreibt mir einen Kommentar. Ich kann jetzt hier nicht weitermachen. Ich komme hier nicht weiter. Gold, das ist schon mal meins. Ja, schön. Aber ich werde neu laden in der nächsten Folge. Also, vielen Dank für euer Zusehen. Tschüssi.